Thema heute, Habaneros. Hier, selbst vorgezogen, ohne Kunstlicht, ohne LED, ohne Schiffsladung, voller Plastik aus China. Einfach so. Bleiben Sie mal dran. Vorziehen, anziehen von Habanero-Chilis, was nicht nur für Chilis gilt, das gilt auch für Paprika, Tomaten und viele andere Sachen. In diesem Video, bleiben Sie mal dran. Hallo und herzlich willkommen wieder bei euch im Garten.de/Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Also ich komme ja immer mehr, habe ich bestimmt schon mal gesagt, immer mehr auf die Wurzeln zurück. Also meine Großeltern, die haben auch keine LED-Leuchtenbatterie aus China gehabt. Die haben auch alle so, mussten auch alle so zurechtkommen und sie haben es geschafft. Gut, die haben keine Habaneros angebaut. Aber das spielt letztendlich keine Rolle. Man sieht hier an diesen Pflanzen, dass es auch ohne geht. Gut, das ist ein bisschen mehr Aufwand. Also man muss die, wenn er draußen anfängt, kalt zu werden, reinholen abends, morgens wieder raus, hin und her schleppen, ist ein bisschen Aufwand. Aber ich würde mal sagen, das ist eine Pflanze, wenn Sie die kaufen würden, sieht die ungefähr, heute ist der 15. Mai, am 15. Mai genauso aus. Also, das geht mit Habaneros, hier habe ich noch eine andere Sorte, klappt auch genauso gut. Also all diese ganzen Sachen. Auch die frühen, zwangsweise ist das nicht nötig. Nur um letztendlich zwei Wochen früher irgendwas ernten zu können, muss das sein. Aber na gut, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie man diese Pflänzchen hier, also fünf Stück habe ich gehabt, sind auch alle fünf die kleinen Tiere, also das ist also schon ein Erfolg für mich, zeige ich Ihnen, wie ich diese Dinger vorgezogen habe und wie ich die gleich pflanze. Und dann werden wir irgendwann im Herbst dann sehen, ob da irgendwelche Habaneros dran sind. Erstmal gucken Sie sich an, wie ich jetzt an diese Pflänzchen gekommen bin. Und ich gehe rüber und werde die jetzt in die Erde setzen. Viel Spaß! Alles beginnt mit dem Samenkorn. Habanero Chili Rot. Von den Bösen. Jo, bin ich mir bewusst. Wie viel haben wir da drin? 5, 6. Ausreichend jedenfalls, weil so viel wird ja davon nicht benutzt. Wann habe ich das gemacht? Jetzt fragen Sie nicht. Ich gucke morgens aus dem Fenster, sehe mir die Wetterlage an, gucke gelegentlich mal auf dem Internet nach, wie die Wettervorhersagen sind und dann geht's los. Wenn ich Lust habe, fange ich an. In ein Töpfchen mit Anzuchterde. Einfach die Dinger darin verteilt. Jo, vergesst den nicht. Ja, das sind ein paar mehr. Ich habe ein paar verschenkt, die dabei rausgekommen sind. Es ist immer wieder der gleiche Vorgang. Und er hat sich bewährt. Jedes Körnchen hat genügend Platz. Ein bisschen von feiner Erde darüber gestreut. Ein bisschen andrücken. Und dumm in die Kamera gucken. Und steckst du wieder rein. Ich muss mir mal unbedingt mal eine Kanne besorgen, die einen feineren Gießstrahl hat. Ja, ich weiß, kann man alles kaufen. Rein in eine Plastiktüte. Damit der schön feucht bleibt. Ein paar Löcher reingesteckt für ein bisschen Luftaustausch. Und auf die Fensterbank oder manchmal auf dem Ofen, je nachdem.
Und während die da so vor sich hinwachsen, kann ich mir schon mal meine Töpfchen fertig machen, in die später reinkommen. Das ist jetzt normale Gartenerde. Also nicht die aus meinem Garten, aus einem Sack. Ist klar. Irgendwann sollte ich aber mal versuchen mit einfach der Erde, die ich im Garten habe. Mit den Händen aufsetzen, mit den Füßen umwerfen. Sagt mal hier. Die anderen Körnchen, die da nicht gekeimt sind, die sind noch kleiner. Da hatten vielleicht ein bisschen mehr Erde draufgelegt. Die sind dann später noch weiter gewachsen. Und mit was so gerade zur Hand ist, das Pflänzchen rausgefummelt. Loch in den Topf, Pflanze rein. Bisschen tiefer als die gestanden hat. Hat sich zumindest nicht negativ ausgewirkt. Seh zu, dass du alle Wurzeln mit da reinkriegst. So wandert dann eine nach der anderen in diese Töpfchen. Also schöne lange Wurzel da unten dran. Nicht beschädigen, stopf die mit da rein. Wenn zu wenig Erde ist, tust du noch was drauf. Angießen, damit die Wurzeln sich gut an die Erde anschmiegen oder die Erde an die Wurzeln anschmiegen, wie man auch drehen will. Immer der gleiche Vorgang. Gärtnern ist eine stetige Wiederholung. Wieder rein in die Wohnung, auf die Fensterbank und weiter wachsen lassen. Ja. Einige Zeit später sind die doch schon ein ganzes Stück gewachsen. Klar, ich drehe die auf der Fensterbank mal, damit die nicht in eine Richtung wachsen. Gießen nicht vergessen. Ja, was ich da sagen wollte, weiß ich nicht mehr. Viel zu alt. Aber sie können jetzt mittlerweile schon nach draußen. Zumindest tagsüber. Die Temperaturen sind ausreichend hoch. Keinerlei Frostgefahr, nicht mal tiefe Temperaturen. Umso früher die sich abhärten können, an die Bedingungen draußen anpassen können, umso besser ist das. Und so wachsen sie. Daneben, die Paprika, sieht man, die wachsen noch viel schneller und viel stärker. Und irgendwann wandern die dann auch ins Gewächshaus. Wenn es nachts gar nicht mehr kalt wird, können die auch da drin bleiben, dann ist die Schlepperei vorbei. Ja, jetzt wird es wieder kalt. In irgendwelche Räume, da wo die Tiefkühltruhen stehen, ist ein prima Raum. Die geben genügend Wärme ab. Da brauche ich ihn nicht mehr auf die Fensterbank zu schleppen, weil da ist sowieso immer alles voll. Und das ist das Ergebnis. Also wenn ich die Pflanzen im Laden sehe, die sehen kein Deut anders aus. Die sind weder größer noch kräftiger. Die sind so völlig in Ordnung. Und sie werden sie auch sehen, wenn wir in den folgenden Teilen, da gibt es noch einige Teile von, wenn sie den ganzen Vorgang sehen. Wenn sie das sehen, werden sie sagen, ja, alles richtig gemacht. Tolle Ernte, ein voller Erfolg.
und geht doch. Was will ich denn mehr? Also dieser Gedanke, man müsste zwangsweise immer alles an erster Stelle haben. Ich weiß nicht, passt nicht. Ich bezweifle ja gar nicht, dass das alles Sinn macht. Also wenn man Erfolg haben will. Ich bezweifle gar nicht, dass das Sinn macht. Aber nee, Sinn will ich nicht sagen. Ich bezweifle nicht, dass es Erfolg hat. Aber ob es Sinn macht. Also wenn jetzt wirklich jemand in einer Region wohnt, wo das vielleicht nicht so funktioniert, obwohl ich das bezweifle, also dann tragen sie vielleicht ein wenig später. Und Habanero ist ja schon eine Pflanze, die man relativ zeitig im Frühjahr mit beginnen sollte. Selbst wenn jemand in einer Gegend wohnt, wo das nicht funktioniert, ob es dann nicht besser ist, sich anstatt Batterien von LED-Leuchten zu kaufen, die Pflanzen dann im Handel besorgt, weil der Handel, also die Großproduzenten, sind wahrscheinlich wesentlich effizienter, energie- und ökologisch wesentlich besser, als das, was der Hobbymensch macht. Aber ich will Ihnen den Spaß nicht verderben, keine Sorge. Nächste. Jetzt fragen Sie nicht, was da für komische Pflänzchen sind. Das sind Salate, die nicht aufgegessen wurden. Die werden jetzt alle als Hühnerfutter benutzt. Aber ich habe sie nicht mal vorziehen müssen. Das sind Salate, die hier einfach wild aufgegangen sind. Im Frühjahr habe ich die einfach umgepflanzt und das war's. Und jetzt kriegen die Hühner so jeden Tag ein, zwei davon. Also in einigen Tagen sind die Dinger hier verschwunden. Der nächste. Ach, das kann man auch noch gut hier als ein bisschen als Mulch drumherum benutzen. Das ist für die Anfangszeit. Das wollte ich noch dazu sagen. So, zack. Da steht sie. Ich weiß, ich bin ein mächtiger Miesepeter, was? Aber so bin ich. Liegt sicher nicht im Trend, was ich hier sage. Aber wie bei so vielem im Leben, man muss gelegentlich auch mal die Seite dahinter betrachten. Da kommt man zu ganz erstaunlichen Schlüssen. Also ich zumindest. So. Ein wenig Wasser. Bei den meisten heimischen Pflanzen ist dieses Vorziehen unter künstlich sowieso nicht nötig. Also ob Sie hier eine Kohlpflanze vorziehen, das reicht auch, wenn Sie so einen Folientunnel haben oder ein kleines Gewächshaus. Da können Sie die problemlos zu einer Zeit raus oder säen, wo das locker ohne Kunstlicht geht. Alles schon versucht. Ein bisschen Dünger kriegen die später. Jetzt können wir hier so schlecht drin arbeiten in diesem Beet. Ist mir sowieso in den letzten Jahren aufgefallen. Hier so im Folientunnel, da fällt ja eine Menge auf die Erde. Tomaten, Paprika mal. Und die allermeisten Pflanzen, die kommen ja irgendwann im Frühjahr alle aus der Erde. Sie werden es nicht glauben. Also die Tomaten, die hier wild aufgehen im Gewächshaus in diesem Jahr, die haben ungefähr die gleiche Größe wie die, die ich kaufe. Also, oder selbst vorziehe im Gewächshaus. Auf der Fensterbank. Die haben dieselbe Größe. Wo liegt der Sinn? Also, ich komme immer mehr zu dem Schluss. Back to the roots. So wie die Großeltern das gemacht haben. Ein Frühbeetkasten vielleicht. Die Dinger da rein. Das reicht in der Regel völlig aus. Man kann das Ding auf die Spitze treiben. Muss nicht sein. Denken Sie mal über den ökologischen Aspekt nach. So, jetzt genug gemiesepetert. Ich weiß, jetzt werden unten wieder Leute in die Kommentare schreiben. Können Sie ruhig machen.
stehe ich drüber. Abonnieren, Like-Button drücken, Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links da unten. Dann kaufe ich mir dann doch mal irgendwann so eine Batterie. LED-Leuchten. So, bis demnächst. Tschüss.